So, hallo und willkommen zu meinem Best of Heide Terrier Video 2017. Hier sieht man schon meine kleine gute Dana, ne? Ja, völlig runter, ne? Noch ein bisschen, jetzt darfst du mal wieder ein bisschen mit. Mal ein bisschen rauskommen, weg von dem Welpen, gell? Ja, ne? Ist er noch ziemlich abgemagert, Wirbelsäule. Jetzt sind wir gerade ein bisschen am Hochfüttern nach dem Wurf, ne? Ja. Ja, und jetzt, wie gesagt, hier mein Best of Heide Terrier 2017. Was soll ich zu den Hunden sagen? Ich persönlich finde sie einfach als eine absolute Granate. Einfach gigantisch guter, starker und auch scharfer Hund, mit dem man wunderbar jagen kann. Zum Stöbern in meinen Augen absolut unter den Top 5 in meinen Augen. Und das im oberen Drittel. Haben eine sehr, sehr gute Schärfe am Schwarzwild, also richtige Rottenspringer. Meine kleine Dana habe ich jetzt nur ein bisschen zum Mais mitgehabt und dann ist sie in Mutterschutz gekommen. Und ja, der Elvis, da seht ihr nachher genug von dem, was der Hund leistet. Warum Heideterrier? Einmal absolut sozial in der Familie. Also mit Kindern, Familie überhaupt kein Problem. Sehr, sehr guter und hoher Schutzinstinkt. Also absolut auch für den Schutzdienst geeignet. Was fällt mir da noch ein? Nachsuche auch absolut ein Top-Hund, vor allem gerade bei krankgeschossenem Wild, was noch lebt. Also ich sag mal kurz nach der, nach der Drückjagd oder wenn einfach wild angeschossen ist, sind das einfach Top-Hunde. Die haben also dementsprechend die Nase zum Arbeiten, für die Riemenarbeit, was man jetzt hier sieht, und vor allem halt dann, wenn man sie schnallt, halten oder binden sie auch bedingungslos bei Bedarf das Wild. Es ist zum Beispiel so, was mich ganz, ganz toll überrascht hat bei meinem Elvis, der wartet also knallhart ab, bis ich da bin. Solange gibt er einfach dann Standlaut. Und sobald ich dann da bin und sage, Elvis, pack sie, dann machen wir zusammen Beute und erlösen praktisch so das Wild. Im Trieb, also absolute Granaten, nicht kaputt zu kriegen. Also die Dana, gut, die übertreibt sie mal am Anfang ein bisschen. Die, sage ich mal, hält vom Prinzip her zwei Triebe, zwei Maisjagden locker durch. Bei der dritten tue ich sie dann raus. Der Rüd zum Beispiel, der rennt drei Triebe durch. Der legt sich eine Viertelstunde ins Auto und dann ist er wieder fit. Aber das ist halt einfach auch einfach die Kraft, ne? Da sind die Mädels nicht ganz so stark. Ja. Im Anhang sieht man jetzt einige Bilder, wie der Hund arbeitet, was er macht. Und das gehört nun mal auch dazu, zur Jagd. Das ist kein Kindergarten oder kein Spaziergang. Die Tiere, gerade Schwarzwild, was einfach auch eins zu den wehrhaftesten Wildtierarten gehört, die wir bei uns haben, ist also auch kein Zuckerschlecken. Da geht es also dann richtig zur Sache und es ist also auch kein Spiel. Und da ist natürlich so ein Hund wie der Heideterrier einfach eine, in meinen Augen, die absolut optimale Gebrauchs- und Leistungszucht, um da einfach mit dem Hund zu arbeiten. Ja, jetzt kommen einfach ein paar Bilder. Wer das nicht sehen kann, soll jetzt bitte abschalten. Aber das gehört nun mal zum Jagen auch dazu. Das war's. Vielen Dank, euer Waldläufer. Yeah.
Ein! Ein, der Hund! Guter Hund! Ein! Jawohl! Aus jetzt! Aus! Sufferwund, fein. Sufferwund. 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 Fein. 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 Gut. Fein. Ja. Gut gemacht. Gut gemacht. Fein. Mei. Froni, wo bist du denn? Fein. Fein. Ja, mei. Ja? Ihr seid mir welche. Oh. Gott sei Dank. Jetzt ist gut aus. Aus. Rein.